Der Wert eines Lächelns. In einem kleinen Dorf lebte einst ein weiser alter Mann namens Jakob. Jakob war bekannt für seine Freundlichkeit und Weisheit, und die Dorfbewohner kamen oft zu ihm, um Rat und Trost zu suchen. Eines Tages kam ein junger Mann namens Lukas zu ihm, der sich ständig über sein Leben und die Ungerechtigkeit der Welt beklagte. Jakob, warum ist das Leben so schwer? Warum scheinen einige Menschen immer glücklich zu sein, während ich nur Unglück erfahre? Jakob lächelte sanft und sagte: Lukas, lass mich dir eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein König, der trotz all seines Reichtums und seiner Macht sehr unglücklich war. Er fühlte sich ständig unzufrieden und frustriert. Eines Tages beschloss er, den weisesten Mann im Königreich aufzusuchen, um herauszufinden, wie er glücklich werden könnte. Der Weise hörte geduldig zu und gab dem König einen einfachen Rat. Geh hinaus in dein Königreich und finde jemanden, der glücklich ist. Tausche mit ihm dein Gewand gegen seins und du wirst das Glück finden. Der König machte sich sofort auf den Weg. Er durchstreifte sein ganzes Königreich und traf viele Menschen. Einige waren reich, andere arm, aber niemand schien wirklich glücklich zu sein. Wochen vergingen und der König begann die Hoffnung zu verlieren. Eines Tages, als er durch ein kleines Dorf ging, sah er einen einfachen Bauern, der fröhlich auf seinem Feld arbeitete und ein Lied sang. Warum bist du so glücklich? Ich habe nicht viel, aber ich habe alles, was ich brauche. Ich habe meine Gesundheit, meine Familie und die Freude an meiner Arbeit. Das ist für mich genug. Der König war erstaunt und fragte den Bauern, ob er sein Gewand gegen seines tauschen könne. Aber mein König, ich besitze nur dieses einfache Hemd. Es ist das Einzige, was ich habe. Der König erkannte, dass Glück nicht von äußeren Besitztümern abhängt, sondern von der inneren Zufriedenheit und der Dankbarkeit für das, was man hat. Er kehrte in seinen Palast zurück und begann, die kleinen Dinge in seinem Leben zu schätzen und mit Freundlichkeit und Großzügigkeit zu regieren. Jakob beendete seine Geschichte und schaute Lukas an. Das Glück, Lukas, liegt nicht in dem, was wir besitzen oder wie leicht unser Leben ist. Es liegt in unserer Einstellung und der Fähigkeit, die kleinen Freuden des Lebens zu schätzen. Ein Lächeln, ein freundliches Wort, ein Moment der Dankbarkeit, das sind die wahren Schätze. Lukas dachte über Jakobs Worte nach und begann sein Leben mit neuen Augen zu sehen. Er lernte, die kleinen Freuden des Alltags zu schätzen und bemerkte bald, dass das Leben, obwohl es manchmal schwierig sein kann, voller wunderbarer Momente ist. Von diesem Tag an lebte Lukas glücklicher und zufriedener und er verbreitete seine neue Erkenntnis im ganzen Dorf. Und so wurde das Dorf ein noch glücklicherer Ort, dank der Weisheit des alten Jakob und der einfachen Wahrheit, dass das Glück in uns selbst liegt. Und so wurde das Dorf ein noch glücklicherer Ort, dank der Weisheit des alten Jakob und der einfachen Wahrheit, dass das Glück in uns selbst liegt.